Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass du wieder einschaltest. Wir sind heute auf der Karte Ölsenburg V2 unterwegs in der aktuellen Beta-Phase. Wir fahren das Ganze hier, ihr seht schon, mit dem O305, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und ja, ich kann das Ganze nicht wirklich richtig schildern, aber wir sind auf jeden Fall auf der Linie 860 nach Götzenberg Terminus, irgendwie sowas. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hier ist soweit alles eingestellt. Also das ist ja Kuckucksklo. Wie ist es hier, die Haltestelle. Und das ist auch die erste Haltestelle, die wir hier anfahren. Ja, da sehen wir es, ne? Nach Grötzenberg. Fahren das Ganze über Anwaltsgericht, Baumstraße, Anwalt Duck, Bauhaus Luck, Kinderberg und den Grötzenberg Terminus. Das Ganze, ihr seht, ist auch nicht gerade eine lange Route. Ich würde einfach mal sagen, oh, mein Blinker funktioniert wieder. Tatsache, das ist ja spektakulär. So, und damit sind wir wieder fertig. Abfahrt wäre jetzt hier um 17.20 Uhr. Haben wir hier irgendwo eine Uhrzeit? Ich glaube, da ist die Uhrzeit, ne? Schauen wir mal. 17.20 Uhr. Ja, kann man sich mal vorstellen. So. Jetzt auf 17.18 Uhr gestellt. Ja, genau, das ist er. Aber da ist natürlich genau das Lenkrad davor. Ne, da sehen wir es hier, 17.18 Uhr. Ne, passt also. Hilfspfeile sind an. Ist wieder eine Karte von OMSI WebDisk. Könnt ihr euch natürlich runterladen. Ist relativ leicht zu installieren. Ich glaube, es werden maximal zwei, drei Sachen benötigt. Also, und die hat man sowieso meistens schon immer installiert. Von daher geht das, wenn man sich das ganz gerne mal anschauen möchte. Dadurch, dass es eine Beta ist, gehe ich davon aus, dass das Ganze noch weiterentwickelt wird hier eventuell. Und sie ist auch relativ frisch erschienen. Also kann sein, dass da vielleicht nochmal so das ein oder andere eventuell kommt. Ach, ich finde das Bus auch so toll hier. Ja. So, und dann würde ich sagen, komm, fahren wir los. Der Krankenwagen heult sich da schon einen aus, da. So sieht's aus, wenn man die Bäume nicht dreht, Leute. Wenn man sie wirklich Paste and Copy macht und das wirklich dann in der Reihe aufstellt. Das hatte ich letztens bei der Karte vom Willi auch gehabt, auf der Lotus-Karte. Da habe ich dann auch mal gesagt, Willi, du musst die Bäume drehen. Sonst sieht es genau so aus, ja. Das sieht halt aus, als ob es das elendig lang zieht. So, nächster Halt, Anwaltsgericht. Next Stop, Anwaltsgericht. Ja, funktioniert natürlich nicht. Und sage, dass ich ja nicht richtig schildern konnte und alles was. Aber wir haben ja sowieso keinen Fahrgast dabei. Von daher passt das auch. Was ist denn hier ein Anwaltsgericht? Ach, da. Ja, ich habe einen Fahrplan, aber leider keine Fahrgäste hier, Leute. Was ist los? Sehr eng hier schon. Also da will ich das Land mal ein bisschen fragen, was das soll. Warum baut man eine Hecke hier so am Rand? Witzig finde ich, dass die Dateien teilweise auch echt nur so ein paar MB groß sind. Ja, also das ist dann die Datei dann gefühlt einfach so 2, 3, 4 MB groß.
sind halt, ne, wenn man den Content zum Beispiel nur von Lotus zum Beispiel benutzt, finde ich großartig sowas. Das war ja mein Ziel gewesen, bei Landkreis Forsthausen halt auch nur möglichst halt mal auf Objekte von Dix zuzugreifen. Ich finde es nur schade, dass hier keine Fahrgäste sind. Das finde ich ein bisschen blöde. So, Baumstraße 17.22 Uhr, passt. Können wir weiterfahren. Sind auf jeden Fall sehr sportlich alle hier. Sie laufen alle. Ah, keine Ampel. Hey, hey, hey. Ich weiß, Ampeln sind wirklich ein Kunststück hier in Omsi. Wenn man es auf jeden Fall damit nicht sich beschäftigt oder sowas, nicht auskennt. Ich habe mir auch die Karten gelegt auf Landkreis Forsthausen, da die Ampeln da hinzubekommen. Aber du kommst ja hier gar nicht rüber. Es laufen mir einfach. Gefühlt alle Menschen, die hier auf der Karte sein sollen, die laufen jetzt gerade hier rüber. So, dann hast du noch den Verkehr, der dann einfach rumzieht. Und du kommst hier aktuell nicht rum. Jetzt hättest du mal hier ein bisschen Luft, weißt du, dass du mal schnell rumfahren könntest, kommt die von hier. Da kommt schon wieder so ein Pulk an. Och Leute, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist eine Geduldprobe hier. Okay, er spawnt einfach weg. Ja, genau, weißt du? Naja, wenn man nicht rumkommt, ey. Warten auch nicht ein bisschen. Ich glaube, hier gibt es doch keine Menschen. Dadurch, ja, sind wir hier eigentlich mit einer Leerfahrt unterwegs. Oder auf der Linie 860 vielleicht funktioniert was. Es gibt hier insgesamt zwei Linien, die man hier fahren kann, aber die eine Linie ist ja auch wieder mit 5 Minuten relativ kurz geraten. Dadurch staut sich das Ganze hier drüben natürlich, aber die Autos natürlich nicht durchkommen. Also da fehlt definitiv eine Ampelschaltung. Bisschen gerutscht gerade. Warum fährt hier nichts? Weil hier auch keiner weiß, wie die Verkehrslage ist. Großartig, großartig. So, er fährt einfach mal legit hier rüber. Über den Bordstein, damit hier überhaupt was geht. Hätte ich da rumfahren müssen? Nee, ne? Ich dachte, 60 hier lang. Was macht denn der hier? Das ist irgendwie alles gerade crazy. So, 860 müssen wir hier rum. Also ist noch eine. Das war die Version, die wir gestern mit der Karte hatten, letztes Mal mit der Karte hatten. Doch schon irgendwie weiter gewesen, oder? Weißt du, jetzt heißt es nachher wieder, oh, du meckerst ja nur. Oh, was ist denn hier los? Ein Bauhaus-Look, möchte ich mal einsteigen? Wahnsinn! Ein Bauhaus-Look, möchte ich mal einsteigen? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Ja, einen wunderschönen Guten Tag. Tag.
Meckert da wieder nur rum, ja, und es beschwert sich wieder. Ich habe ja selber, wie gesagt, auch eine Karte gebaut. Ich kann es jetzt sagen, ich habe ja auch eine Karte gebaut. Ich darf meckern. Weil für die erste Karte ist eigentlich alles perfekt. Ja. Für die erste Karte, man lernt halt, wenn man weiter den Editor benutzt, man lernt diese ganzen Kniffe, worauf muss man achten und alles sowas, ne? Das lernst du halt mit der Zeit. Das kommt nicht von jetzt auf gleich. Du machst den Editor an und bist der totale Vollpro drin, ne? Das kommt mit der Zeit. Wie gesagt, die Version ist ja auch noch nicht fertig. Da kommt ja noch, also das wird ja noch gemacht. Und deswegen existieren ja diese Videos. Damit man denjenigen mal darauf hinweist, pass mal auf, hier müsstest du noch was machen. Ich weiß ja nicht, warum kommen jetzt hier die ganzen Fahrgäste? Kinderberg zum Beispiel. Hallo. Hallo. Guten Tag. Ja, wunderschön. War schon am Terminal angekommen hier. Wo wollten die alle hin? Hab ich irgendwas verpasst? Ja, schauen wir schon. So, wo wollen die jetzt hier alle einsteigen? Gibt's nicht. Pause. So, Leute, und das war's von der Folge von heute. Das war also Oelzenburg, keine Ahnung, Oelzenburg, ja. Also auf jeden Fall muss er hier noch ein bisschen dran tüfteln, definitiv, damit das schon alles rund läuft. An sich, wie gesagt, fand ich jetzt die Streckenführung jetzt nicht falsch, nicht verkehrt. Wenn es wirklich die erste Karte ist, dann muss man wirklich sagen, top gemacht. Ne? Jetzt geht es nur noch an Details, Details, Details. Ja, da, um die ganze Karte natürlich hübscher zu machen, Fehler zu verbessern. Mit Ampeln zu arbeiten, definitiv. Da ist auf jeden Fall Bedarf, sag ich mal. Also da muss er auf jeden Fall noch ein bisschen ranklotzen. Und sonst ist mir jetzt eigentlich jetzt erstmal so nichts aufgefallen. Würde mich natürlich freuen, wenn er sich meldet, der Entwickler hier von der Karte, um mal hier einen Post abzulassen, ob er das Ganze eventuell noch weiterbaut. Und tja, ihr natürlich könnt in die Kommentare schreiben, was euch beliebt, ne? Wie hat euch die Karte gefallen? Würdet ihr sie selber mal fahren wollen? Oder schreibt es in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Wir sehen uns dann aber zum nächsten OMSI-Video hier auf diesem Kanal wieder, wenn es weitergeht mit OMSI. Ich verabschiede mich, ich sage danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Ciao, tschüss und natürlich wie immer, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.